Willkommen zurück bei Let's Play Trine 3. Bevor wir mit der Story weitermachen, habe ich mir gedacht, dass wir in diesem Part mal die drei bisher freigeschalteten Challenges angehen. Denn diese Mini-Level hier sind eben diese. Und da geht's ziemlich ab. Entweder man trifft auf schwierige Rätsel oder harte Kämpfe. Wir gehen jetzt mal die erste Challenge an. Ein altes Dokument. Und man spielt hier ausschließlich Sawyer. Sawyer, du hast nie erzählt, was du eigentlich gerade getan hast, als Trine dich holte. Bestimmt wieder was Verbotenes. Es ist nicht verboten, verlassene Ruinen zu betreten. Das war, oder? Ich sollte dort etwas für eine arme, alte, blinde Frau beschaffen. Ein altes Dokument. Gedichte, die ihre Urgroßmutter verfasst hatte. Als ob. Sie wollte einfach nur was stehlen. So schaut's aus. Okay, ich kenne diese Challenge, aber ich habe sie nicht geschafft. Die war nämlich in der Alpha-Version verfügbar. Vielleicht kriegen wir es ja jetzt hin. Ich habe mich damals aber auch nicht richtig damit beschäftigt, deswegen mal abwarten. So, kaputt machen, okay. Ja, das war doch schon mal ganz nett. Wow, 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 wow. Es ist gefährlich. Sehr gefährlich. Und jetzt stecke ich so ein bisschen in der Klemme. Oder kann ich mich da oben dran hangeln? Ja, wunderbar. Ziel dieser Challenges ist es natürlich nicht nur, sie zu schaffen, sondern auch alle Dreiecke zu bekommen. Ich gebe mein Bestes, ja. Aber ich kann nicht versprechen, dass ich alle kriege. Da das hier aber die erste Challenge ist, müsste die doch noch machbar sein, oder? Denke ich mal. So. Hä? Ach, wir brauchen eine Kiste, oder was? Weil die Tür ging doch eben kurz auf. Hä? Seltsam. Nee, ich glaube, wir brauchen eine Kiste. Oder wir müssen das hier da dran schieben. Nee, doch nicht. Was ist das denn? Was ist das? Das ist irgendwas Kutschenartiges. Ich habe keinen Schimmer. Ach, wir brauchen das für hier. Und da oben gibt's eine Kiste. Okay, okay, verstehe. Wir müssen die Kiste darüber beschaffen. Och Gott, wie machen wir das denn? Ich würde mal sagen, erstmal fahren wir mit dem Ding hier entlang. Holen uns dieses Dreieck. Ja, und jetzt mal schauen. Ich muss da unten durch. Kann ich mich da irgendwo dranhangeln? Ach stimmt, ja, ja. Die Kutsche besteht ja aus Holz, deswegen sollte das eigentlich kein Problem sein. Ja, passt. Okay. Okay. Und jetzt einen guten Wandsprung. Jetzt einen guten Wandsprung. Komm. Nice. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Ich war schon oben, ey. Okay. Idiot. Wenn das jetzt schief gegangen wäre, Mensch. Weil bei einem Fail muss man alles von vorne machen. Okay. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ist da oben noch ein Dreieck? Weil da leuchtet irgendwas. Nee, das ist eine Fackel. Ja, das ist eine Fackel. Gut, wie kriege ich das Ding jetzt wieder zurück? Ach so, einfach? Na, okay. Dann, dann ist das ja wirklich total machbar. Hä? Okay. Ich konnte das doch vorhin auch drehen. Wieso jetzt nicht? Ja, oder ich nehme einfach die Kiste mit. Tschüss. Ich weiß nicht, warum ich die Kutsche jetzt nicht drehen konnte, aber ist ja auch total egal. Wir brauchen nur die Kiste. Denke ich. Na, lass los. So, ja. Gut. Perfekt. Und jetzt geht's raus. Oh, wie wunderschön. Das sieht mega aus. Endgeil. Aber wir sind noch nicht durch, Freunde. Boah, ist das gefährlich. Das erinnert mich irgendwie an Zelda Twilight Princess. Kumula. Haben wir es geschafft? Ich hab's. Diese Karte führt mich zum Riesensmaragd. Yes, Mann. Ja, lief doch wunderbar. Kein Problem. Jetzt kriegen wir da auch ein Abzeichen. Und schalten direkt die nächste Challenge frei. Ja, sehr witzig. Alles der Reihe nach. Gezanke an der Ranke. Das ist eine Battle-Challenge. Mit
Pontius. Lasst uns etwas Spaß haben. Wer hat das denn gesagt? Oh, diese Monster hier. Diese Challenge kenne ich nicht. Die wird jetzt blind sein. Aber wir bekommen hier ein paar Felsen. Und wenn die da schon rumliegen, sollten wir sie auch nutzen. Denn dann sind die Kämpfe nicht so schwierig. Oh, da ist aber irgendwie sowas wie ein Anführer. Aufpassen. So, den kontern wir schön aus und metzeln ihn nieder. Yeah. Da sind noch mehr. Oh, viel mehr sogar. Hilfe! Hilfe! Felsen! Ha! Ja, das hat jetzt irgendwie nicht geklappt. Trotzdem haben sie mich noch kein einziges Mal erwischt. Der ist jetzt aber sehr nah an mich rangekommen. Komm, hau sie weg! Ach so, diese ganz fetten Gegner, die können das auch ziemlich gut aushalten. Und warum bin ich jetzt plötzlich fast tot? Wie lame! Zwei Schläge haben ausgereicht, um mich zu zerstören. Ganz toll. Oh oh. Alter. Schutzschild. Nein, verpiss dich. Ist hier noch jemand? Nee, das müssten die letzten Gegner sein, aber ich regeneriere mich auch gerade. Ich glaube, wenn man lange Zeit nicht getroffen wird von gegnerischen Angriffen, dann heilt man sich von alleine. Das war früher nicht so. Haben wir es geschafft? Yes, Mann. Es sah kurz nicht gut aus, aber letztlich haben wir es gepackt. Wunderbar. Dann geht es jetzt hier weiter. Ein tiefer Sturz. Wieder Pontius. Ich vermisse die Zeit, als das Artefakt uns einfach dorthin gebracht hat, wo wir hin mussten. Ein bisschen zu viel Fußarbeit für meinen Geschmack. Pass auf, da ist ein Loch im Boden. Was für... Oh! Teufel auch. Ich muss da wieder rauf. Okay, die Story von dieser Challenge ist, Pontius ist in ein Loch gefallen und muss jetzt wieder zurück zu den anderen. Na schön. Hier ist es ein bisschen heiß. Aber das muss ja nichts Negatives sein, ja? Solange er nicht direkt in die Lava reinfällt, passiert ja nichts. Ich brauche die Kiste, richtig? Okay, richtiges Timing muss da angesetzt werden. Und das hat gepasst. Wunderbar. So, nun kommen wir da hoch. Aha, aha, aha. Warte mal. Nee. Ich hatte vielleicht überlegt, ob da links oben vielleicht noch irgendwas versteckt ist. Aber da kommt man meines Erachtens nach gar nicht hin. Oh, oh, weitere Gegner! Die erwarten mich schon. Was mir aber auch aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass es gar nicht mehr so viel bringt, gegen Gegner zu kämpfen. Um ehrlich zu sein, sogar gar nichts. Früher hat man wenigstens noch Erfahrung bekommen, aber nun kann man die eigentlich auch getrost ignorieren, oder? Finde ich. Stirb! Schön mit der Stampfattacke eliminiert. Ich muss hoch. Also immer schön springen und fliegen. So, jetzt. Ja, damit. Danke. Ah, halt dich fest. Das hätte auch ins Auge gehen können. Ach so. Oh, shit. Das ist gleichzeitig... Oh, fuck. Das ist gleichzeitig, der Weg, der mich weiterbringt. Schaffe ich das, wenn ich jetzt von hier einfach rüberspringe? Ach so, Moment. Ich bin ja blöd. Ich habe mich verguckt. Ich dachte, ich musste es nach unten befördern, damit der Weg frei ist. Aber es ist genau andersrum. Man musste den Gegner besiegen und erst dann geht's weiter. Idiot, ey. Mach mal deine Augen auf, Domtendo. Was ist das denn jetzt hier? Keine Ahnung. Ist das so gedacht? Muss ich das so machen? Ja, wahrscheinlich. Aber schneller.
Ja, so. Genau so. Aber wie komme ich denn jetzt da hoch? Hallo? Okay. Was hat mir das jetzt gebracht? Ach, ich kann jetzt von hier auf den Eimer springen und an dieses Dreieck rankommen. Okay. Alles klar. Wunderbar. What the hell? Ich habe den Eindruck... Verdammt, ich habe den Eindruck, ich brauche das Gefährt hier, um weiterzukommen. Das ist nicht nur für dieses Rätsel da, sondern sogar essentiell fürs Weiterkommen. Ja, perfekt. Bin gerade ein bisschen von mir selbst beeindruckt, weil ich in der Alpha-Version ziemlich gesackt habe bei diesen Challenges und jetzt läuft es in der Aufnahme wunderbar. Dabei ist es doch eigentlich immer andersrum. Wenn man nicht aufnimmt, dann läuft alles wunderbar und wenn die Aufnahme läuft, wird man sau schlecht. Ja gut, aber ich muss auch zugeben, so wirklich schwierig war bis jetzt noch nichts. Ich weiß gar nicht, warum ich da so Probleme hatte, ey. Aber ich kannte auch nur die erste, ne? Ja gut, das hier sieht jetzt schon ein bisschen krasser aus. Hilfe! Ach du meine Güte. Ich will hier auch nichts verpassen, aber das kann leicht passieren. Jesus Christ. Ja, und selbst wenn, dann ist es halt so. Hier kann man ja ruhig mal ein Dreieck übersehen. Stimmt's? Ah, komm, das kriegst du noch, das kriegst du noch. Okay, wunderbar. Und das auch noch, perfekt. Ja, geil. Vielleicht hier lang. Wir haben alles. Super. Mega krass. Okay, dann machen wir weiter mit dem nächsten Story-Level. Die Astralakademie. Amadeus, Pontius und Soria konnten ihr Heldendasein also nicht an den Nagel hängen. Statt ihre außergewöhnlichen Kräfte loszuwerden, hatten sie das Artefakt der Seele zerstört. Und so versuchten unsere drei Helden den Schaden, den sie angerichtet hatten, oder den, der vielleicht noch angerichtet wird, wieder gut zu machen. Die Helden betraten die Astralakademie, um herauszufinden, wo die Wolke der Finsternis hinschwebte. Wir hatten nur eines von drei Artefakten, oder? Es gibt noch das Artefakt des Körpers und das Artefakt des Geistes. So ist es. Und sie sind beide in der Akademie verwahrt. Und weit weniger lebendig als unser Artefakt der Seele. Die Astralakademie haben wir ja schon häufig gesehen, aber sie sieht ein wenig anders aus jetzt. Ist ja auch klar. Man kann da ja nicht das gleiche Level präsentieren wie in Trine 1 und 2. Zumal es ja jetzt alles in 3D ist. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Aber ich glaube, auch diesen Level habe ich schon gespielt. Ich kann mich zwar kaum mehr erinnern, aber so bruchstückweise irgendwie dann doch. Zumindest kommt mir dieser Bereich hier sehr bekannt vor. Ich weiß nicht, ob ich das Level beendet habe. Vielleicht hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. Weil ich mir natürlich auch nicht so viel vorwegnehmen wollte. Weil ich ja wusste, ich werde das irgendwann let's playen, wenn die Vollversion rauskommt. Und dann wollte ich halt nicht so viel... komm runter da. Dann wollte ich mir nicht so viel vorwegnehmen. Quasi mich nicht so krass spoilern. Was soll ich hier machen, bitte? Ach so. Ah, ja. Na, hör auf! Es geht darum, ja. Das hier kann man nämlich dann da anbringen. Und diese Geschichte hier auch. Nein, du sollst... Ja. Okay. Ist dran montiert. Aber Moment mal, das passt ja so gar nicht. Das ist scheiße. Nein. Och, komm, ey. Wir müssen das so platzieren, dass wir da natürlich hochkommen. Ist logisch, ne? Jetzt vielleicht? Ja, schon ein bisschen besser. Jetzt bringen wir das noch näher hin. Zu uns. So ungefähr.
Ganz nah. Und stopp. Könnte klappen. Könnte klappen. Ich probiere es einfach mal. Hui. Ja, hat geklappt. Was sind Super. Diese drei Artefakte, Amadeus? Da weiß ich nicht mehr als andere Zauberer. Es sind drei magische Behälter, die vor vielen Jahren in Zwergenruinen gefunden wurden. Nur wenige konnten sich bisher ihre Macht zunutze machen. Wer hat die Artefakte hergestellt? Das weiß keiner so richtig. Zuerst dachte man die Zwerge, aber das ist unwahrscheinlich. Sie ähneln nichts, was die Zwerge sonst herstellen. Wir sollten dahin gehen, wo die beiden anderen Artefakte aufbewahrt werden. Dort könnte auch die schwarze Wolke sein. Kann sein, ja. Aber cooles Rätsel, habt ihr es gesehen? Man muss da auf diesem komischen Globus spazieren und ein bestimmtes Zeichen. Was passiert denn hier gerade? Die Kiste greift mich an. Ein bestimmtes Zeichen, also anzeigen lassen halt. Komm da hoch, bitte. Spring auf den Arm. Genau. So machen wir das. Und das gleiche halt auch auf der anderen Seite. Und ich denke, erst dann geht's weiter. Ach, da steht ja sogar da oben, was man machen muss. Da links war es eine Kiste und hier ist es, keine Ahnung, eine Flamme oder sowas in der Art. Ja, dann lasst uns mal die Flamme suchen. Wo ist sie denn? Wahrscheinlich ein bisschen besser versteckt. Ah, halt, da kommt sie, da kommt sie. Ja, ja, perfekt. Das war cool. Ich will nicht ersaufen. Obwohl sich jetzt noch nicht mal die Luftanzeige aktiviert hat. Das ist wohl Wasser mit einem sehr, sehr hohen Sauerstoffgehalt. Anders ist das ja nicht zu erklären. Die dunkle Magie hat die Akademie befallen. Oh nein. Ich habe keine Angst vor diesem durchgeknallten Plunder. Hoffentlich stirbt das Zeug so schnell, wie es zum Leben erweckt wurde. Ich schieße die jetzt einfach mal mit ein paar Pfeilen ab. Ich habe keinen Bock, mich direkt mit denen auseinanderzusetzen. Naja, wobei, es sind ein bisschen viele gerade. Oh oh. Bleibt auf Distanz, ihr Blechbüchsen. Scheiße. Jetzt reicht's mir aber. Einer steht da sogar oben. Komm runter, du Blecheimer. Hast du nicht verstanden, was ich gesagt habe? So, jetzt will ich da selbst hoch. Um mir den Kristall zu schnappen. Wir sind noch am Anfang, das sieht man. Weil wir gerade mal 22 von den Dreiecken haben. Danke. Aber es hat sich ja schon herauskristallisiert, dass die Hauptlevel relativ lang sind. Meinetwegen. Warum nicht? Okay, nächstes Rätsel. Sieht so aus, als bräuchte ich den Zauberer. Werden die Kisten von dieser Magie angezogen? Ja. Das ist schön. Und dann können wir unsere eigene Treppe bauen. Früher konnte der Zauberer übrigens noch Bretter erschaffen. Die waren sehr nützlich. Aber das geht wohl in Trine 3 nicht mehr. Ich bedauere dies, ehrlich gesagt. Was machst du? Oh, du Depp. Was war das denn? Komm, lass das mal lieber den Pontius machen. Der kann es besser. Genau. Oh. Beschaff mir mal noch so ein Ding. Ja, irgendeins. Danke. Ja. Super. Die nächsten zwei Dreiecke. Episch. Ja, ich mag die Musik. Ist einfach super, wie immer. Bin schon gespannt, wie lang das Spiel wird. Allzu lang waren die Trine Games nie. Also ich rechne mal mit 20 Parts ungefähr. Aber ich kann es nicht einschätzen. Vor allem, weil ich auch nicht weiß, wie gut das Team mit dem 3D zurechtkam. Ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob du ein 2D-Game machst oder in 3D.
Alles klar, ne? So, brauche ich hier jetzt irgendwas oder gab es dann nur ein paar Dreiecke? Keine Ahnung, ich hau ab. Tschüss. Hui. Ja, ist schon geil gemacht. Hier ist ein Checkpoint. Und wir müssen ganz offensichtlich darüber. Das trifft sich gut, weil hier ist noch so eine Kiste. Die kann ich dann gleich mal hier dran montieren. Gut. Und aus irgendeinem Grund kann der Zauberer gerade dieses Gefährt hier nicht bewegen. Ach, warte, dann machen wir es mit Trick 17. Ja, so. Aber ich muss halt auch noch drauf, wenn es geht. Bitte. Sehr gut. Wie komme ich an dieses Dreieck daran? Von unten oder von oben? Ich traue mich da jetzt nicht. Ich gehe hoch. Der war was? Des alten Königs. Als der alte König auf seinem Sterbebett lag, wurde er von Tag zu Tag gereizter und benahm sich seltsam. Ja gut, wer das lesen möchte, der kann ja pausieren. Hier gibt es jede Menge Bücher über die Artefakte. Und über uns. Schließlich waren wir in den letzten Jahren mit einem verbunden. Hoffentlich steht da drin auch was über meinen roten Mantel. Was? Jemand hat über mich geschrieben? Wer hat das erlaubt? Warum zur Hölle kann ich dieses Seil nicht durchtrennen? Und soll ich da jetzt runterspringen? Also komme ich, glaube ich, zu diesem großen Dreieck. Kann das sein? Was zur Hölle? Hier muss es doch irgendwo runtergehen. Ich check's nicht. Nee, irgendwie... Irgendwie gibt's da leider doch keinen Weg, der nach unten führt. Ich check aber auch gerade gar nicht, was die von mir wollen. Ich kann das Seil nicht durchtrennen aus irgendeinem Grund. Somit komme ich auch nicht weiter. Das kann doch nicht richtig sein. Wieso kann ich das nicht zerstören? Naja, dann versuchen wir halt irgendwie anders weiterzukommen. Immerhin den Checkpoint konnte ich aktivieren, das ist ja schon mal was. Alter. Ich weiß nicht, was hier verlangt ist. Das macht keinen Sinn. Ich will auch einfach nur weiter. Ich will jetzt gleich dieses Rätsel versuchen zu lösen, weil irgendwie ist das komisch. Ich will einfach nur weiter. Und das funktioniert auch. Ja, gut. Ich weiß jetzt nicht, warum das so ausgeschlagen ist, aber Hauptsache ich bin oben. Dann danke fürs Zugucken, liebe Freunde. Und bis zum nächsten Part von Let's Play Trine 3. Ciao.